Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, findet ihr es nicht echt nervig, immer zum Geldautomaten zu rennen und Geld abzuheben? Wäre es nicht viel besser, wenn ihr einen eigenen Geldautomaten hättet? Stopp. Da habt ihr ihn, Leute, einen eigenen Geldautomaten bei euch zu Hause, auch viel kleiner. Das einzige Problem bei diesem Geldautomaten ist, dass dieser Geldautomaten nicht von der Bank befüllt wird, sondern wir selber müssen ihn, ja, füllen mit Geld. Warum? Weil es ein Sparschwein ist, Leute. Eine neue Dose, Spardose für euch. Diesmal Eurobank Money Bank von Balvi Barcelona. Ist ein Sparschwein. Sieht aus wie ein Geldautomat. Ist eigentlich auch ein Geldautomat, halt nur ein klein. Ne? Scheint auch nicht ganz so sicher zu sein vor Einbrüchen oder so in diesen Geldautomaten. Aber hier könnt ihr euer Geld sparen, sammeln, wie ihr wollt. Es gibt auch eine extra EC-Karte, mit der ihr diesen Geldautomaten freischalten könnt. Gehe ich mal stark von aus. Vielleicht auch einen Zahlencode, werden wir jetzt direkt mal sehen. Hier kommen Münzen rein, da kommen Geldnoten rein und wo die dann wieder rauskommen, einmal hier unten und einmal hier wahrscheinlich, werden wir gleich mal sehen. So, ist ein bisschen größer, dieser Geldautomat, als herkömmliche Spardosen, aber hier haben wir schon unsere Karte. Schön, sieht ein bisschen anders aus. Hier können wir natürlich unsere Unterschrift drauf Bayern, doch, die ist noch gültig, auf jeden Fall. VIP-Card. Schön, endlich bin ich mal VIP. Sonst werde ich überall rausgeschmissen. So, wow. Die ist echt riesig, Leute. Doch. Die ist mal echt riesig. Brauchen wir hierfür eigentlich Batterien? Gehe ich stark von aus. Ja, werden wir auch gleich reinpacken. So, hier kann anscheinend, hier kommen Münzen vielleicht rein. Ja, werde ich mal gleich testen. Sonst haben wir hier, glaube ich, die Bedienungsanleitung. Ja. Werden wir uns alles noch mal kurz sehen. Ich werde euch das gleich hier zeigen mal. Ich muss mir mal ein paar Münzen besorgen. Ich frage mal bei Nina und Kati nach. Ich bin gerade knapp bei Kasse. So, und hier kommt die Karte rein. Gehe ich mal von aus irgendwie. Aber momentan ist das hier alles noch frei. Vielleicht müssen wir erstmal Batterien reintun und auch ein bisschen Geld. Und das prüfen wir jetzt mal. Okay, so Leute, ich packe jetzt mal die dritte Batterie rein. Und dann warten wir mal, was passiert. Okay, Musik erklingt und der Geldautomat scheint zu funktionieren. Sehr gut. Und Leute, ich habe mir mal gerade die Bedienungsanleitung durchgelesen. Und hier kann man echt viel machen. Man kann hier ein Sparziel eingeben. Das heißt, wie viel ihr sparen möchtet, das könnt ihr hier eingeben. Wie viele Tage bis zum Sparziel. Und man kann PIN eingeben, selbstverständlich, um Geld abzuheben. Nina und Kati, die haben mir auch gerade ein bisschen Geld geliehen. Mehr wollten sie mir irgendwie nicht anvertrauen. Wieso? Keine Ahnung. Dabei kann ich doch mit Geld... Naja, gut, bei den ganzen Spielzeugen. Gut. So, wir versuchen jetzt mal Folgendes. Also, wenn wir die Karte hier jetzt reintun. Okay, erklingt ein Sound. So, was können wir denn jetzt alles machen? So, werfen Sie eine Münze ein. Dabei werden das nur im Betrag angezeigt. So, ich werfe das mal ein. Ah, 2 Cent. Okay, der eine Cent wurde irgendwie nicht erkannt, aber ihr habt es gesehen, 2 Cent wurden auf jeden Fall erkannt. Und wie kann ich denn jetzt Geld abheben? So, ich meine, wir müssen hier drauf. Jetzt müssen wir einen PIN eingeben, aber haben wir denn einen PIN? Error. Super. Aber vielleicht ändern wir auch erstmal den PIN und so. Ich meine, standardgemäß ist ja immer 000, aber gut. Hier müssen wir, Bankkarte ist drin, das können wir nur ändern, wenn die Bankkarte drin ist. Wir drücken hier drauf und dann machen wir mal 1, 1, 1, 1. Ja, wieso Error? Och Mann, die ganze Zeit hier nur Error, ey. Das kann doch nicht sein. Nochmal, vielleicht nur... Ach nee, wir müssen erst den aktuellen eingeben. Okay, 0, 0, 0, 0. Und jetzt den neuen, glaube ich. Okay, das ist jetzt der neue Code. 111 ist der neue Code und so. Jetzt möchte ich nochmal Geld abheben. Okay, also wir drücken nochmal hier. Ich möchte 0,02 abheben. Und dann muss ich hier drauf drücken und dann den Code. Noch Mann! Ah, irgendwas. Ah, okay, jetzt lässt sich's öffnen. Fragt mich nicht wie. Aber ihr habt das Licht gesehen. Also.
So, ich habe wieder hier 2 Cent und das wird mir auch angezeigt. Also, seht ihr? Und 1 Cent sogar. Ah, okay, das muss hier durch. So, und jetzt will ich es wieder abheben. So. 1, 1, 1, 1. Und dann blinkt das hier. Und dann kann ich das hier aufmachen. So, und dann kann ich hier mein Geld rausnehmen. Das gleiche gilt natürlich auch für Noten und alles andere. Hier gibt es ganz, ganz verschiedene Funktionen. Zum Beispiel, hier wird angezeigt, wie viele Tage bis zum Sparziel. Man kann das auch alles definieren irgendwie. Wie, das ist echt kompliziert ein bisschen. Aber vielleicht können wir ja mal ein Sparziel hier feststellen. Achso, und wenn wir F drücken, dann, also das hier, wird uns unser Kontostand angezeigt. 5? Okay. Aber ich habe doch gar keine 5. Okay, ich heb mal nochmal ab, wenn ich doppelt drücke. Unser PIN ist 1. Ist 1. So. Hallo? So, genau. Ne? Und dann wird das eingetragen, glaube ich, wie viel... Nee, normalerweise müssen wir eingeben, wie viel wir abheben und dann wird das dem Saldo zugerechnet. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Und wenn wir das wieder rausnehmen, dann können wir natürlich nichts machen. Ne? Seht ihr? Ist alles gesperrt. Wir müssen erst die Karte reintun. Und dann 1, 1, 1, 1. Und dann ist hier die Kasse auf. Na, was sagt ihr, Leute? Zum eigenen Geldautomaten, den wir selbst befüllen müssen. Also mir gefällt der wirklich sehr. Hier kann man ganz, ganz verschiedene Funktionen einstellen. Wie gesagt, wie Sparziel, wie viele Tage noch bis zum Sparziel. Das steht alles jetzt hier drin. Und ihr seht, das ist echt viel. Das wäre viel zu kompliziert. Das ist schon für mich viel zu kompliziert, alles hier anzuzeigen. Man kann auch die Uhr einstellen. Alles, was man möchte hier im eigenen persönlichen Geldautomaten. Leute, was sagt ihr? Schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefällt. Gerne Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Daumen hoch. Kein Problem. Und ich frage mal jetzt ein bisschen nach Geld. Hashtag YouTube Money. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute, ganz, ganz kurz. Ich möchte euch eins noch zeigen. Ich wollte das hier gerade aufmachen. Und schaut euch das jetzt mal an oder hört euch das mal an. Der Alarm geht los. Wenn man hier nicht die Karte drin hat oder den PIN nicht eingegeben hat. Der Alarm geht los, Leute. Na, was sagt ihr? Das ist doch echt cool, oder? Leute, jetzt aber. Ciao, ich muss abhauen. Ich habe das Gefühl, Nina und Kati kommen gleich und wollen mich verhaften oder so. Ciao.